Bayern gegen Frankfurt am 7. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-22. Und hier wartet auf jeden Fall die maximal schwerste Aufgabe auf die Frankfurter. Denn die Bayern sind aktuell in einer unfassbar krassen Form. Man führt die Bundesliga-Tabelle einfach nach 6 Spieltagen mit einer Differenz von plus 18 an. Das hat es zu diesem Zeitpunkt bis dato noch nie gegeben. Und mit Frankfurt kommt jetzt ein Gegner, der eine Horrorbilanz in München hat. Jetzt wollen wir an der Stelle natürlich fair sein. Fast jede Mannschaft hat eine Horrorbilanz in München. Denn in den letzten 16 Spielen in München hat Frankfurt nur einen Punkt holen können. Aber nicht alles ist negativ. Das letzte Bundesligaspiel hat Frankfurt mit einem 2:1 gegen die Bayern gewinnen können. Es war halt in Frankfurt. Das große Problem der Frankfurter ist aktuell, dass man nach 6 Spieltagen noch keinen Sieg einfahren konnte. Aber zumindest hat man die letzten 5 Spiele in Folge nicht verloren. 5 Unentschieden muss man auch mal in Folge schaffen. Bei den Frankfurtern muss einfach ein Sieg her. Allerdings ist fraglich, ob die Bayern dafür der richtige Gegner sind. Und da muss ich auch ganz ehrlich an der Stelle sagen, am Anfang der Saison habe ich noch gesagt, ich glaube, die Bayern werden dieses Jahr schwächer werden. Und ganz ehrlich, Stand jetzt habe ich mich total geirrt. Auch international gesehen hat kaum eine Mannschaft so überzeugt wie die Münchner. So fair und ehrlich muss man an der Stelle einfach sein. Das liegt aber auch vor allem daran, dass Spieler, die in der Kritik standen, wie Süle oder Sané, auf einmal richtig explodieren. Dann dachte man, der Kader der Münchner sei zu dünn, aber wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, man hat Sabitzer auf der Bank, Musiala, über den muss man glaube ich auch nicht mehr viel sagen. Choupo-Moting macht auch seinen Job, wenn er denn mal Robert Lewandowski kurzzeitig vertreten muss. Also es ist in meinen Augen echt krank, was die Bayern da auf die Beine stellen können, obwohl man die Münchner echt sehr, sehr schwarz prognostiziert hat für dieses Jahr. Und ich meine, da waren ja auch wirklich viele andere, die gesagt haben, ja, für die Bayern kann das schwierig werden. Vielleicht kommt das ja auch noch, ne? Es ist ja nicht ausgeschlossen, die Saison ist noch sehr jung. Aber trotzdem, das sieht echt nicht danach aus. Am Rande möchte ich übrigens auch noch anmerken, ich bin tatsächlich kein Bayern-Fan, aber an der Stelle muss man wirklich einfach mal ehrlich sein. Und wo ich dann am Ende auch ganz ehrlich sein muss, ich würde es natürlich begrüßen, wenn die Frankfurter hier eine Überraschung landen und den Bayern ein kleines Beinchen stellen, aber ich kann mir das einfach nicht wirklich vorstellen. Dafür ist die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt gefühlt nicht stabil genug. Auch wenn ich den Frankfurtern noch zutraue, in diesem Jahr sich noch ziemlich stark zu steigern, ich glaube, das wird nicht in diesem Spiel passieren. Aber zumindest hat man in der Europa League 3 Punkte noch im letzten Moment mitnehmen können. Das ist doch wenigstens auch mal wieder was Positives. Aber ich frage an der Stelle einfach mal euch, was denkt ihr? Wie wird dieses Spiel ausgehen? Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen dazu in die Kommentare. Ich persönlich tippe hier auf ein 3:1 oder vielleicht sogar 4:1, aber ich lege mich mal auf das 3:1 fest. In dem Sinne vergesst natürlich nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen, darüber würde ich mich sehr freuen, und den Kanal zu abonnieren, solltet ihr neu hier sein, um in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ansonsten würde ich sagen, macht's besser und bis zum nächsten Mal.